Hallo und schon wieder aus dem Auto. Es ist tatsächlich schon dunkel, aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Tierarzt. Beide Hundis sind eingepackt. Einmal Krümel, hinten einmal Phoebe. Oh, und ein Stuhl. Und dann sind wir einfach gespannt, was er erzählt. Vor allem wegen den Ohren, weil die stinken immer noch extrem. Gell? Sobald die Ohren aufgeklappt sind, riecht es extrem. Obwohl er sich nicht ganz so viel schüttelt, habe ich so das Gefühl. Aber ja, trotzdem. Aber wir müssen einfach ausschließen, dass es die Ohrmilben sind. Vor allem das Wichtigste sind einfach die Giarden. Kot haben wir auch dabei. Denn wie ihr ja in dem anderen Video nicht gesehen habt, wir haben ja noch einen zweiten Test gemacht. Testaufbau Nummer 2. Ihr könnt euch vorstellen, was hier an dem Dings dran ist. Wir werden jetzt herausfinden, ob es tatsächlich so ist. Wir werden dann eine Gewissheit haben oder nicht die Gewissheit, ob ich den Test das letzte Mal ein bisschen verhauen habe. Sag mal, das ist mein Schal! Und der zweite Test war auch schwach positiv und wir gehen jetzt einfach nicht davon aus, dass wir zweimal den Test verhauen haben, sondern dass es tatsächlich so ist, dass er wohl einen geringen Giardenbefall hat. Daher müssen wir das auf jeden Fall bei einem Tierarzt checken lassen. Aber er hat einfach nicht die Symptome, also das ist das Komische. Der Kot ist ganz normal, er bricht auch nicht. Aber trotzdem muss man es halt checken, weil wir ja Phoebe haben und bisher wirklich noch nie Probleme damit hatten. Und es wäre natürlich der Obergau, wenn irgendwie was passieren sollte. Aber eigentlich bin ich guter Dinge, weil wie du sagst, keine Symptome da sind, aber trotzdem ist es wichtig abzuchecken. Wir haben den Kot mitgenommen. Fragen einfach auch den Tierarzt, ob er noch irgendwie was anderes checken würde an unserer Stelle. Dann soll er natürlich seine Impfungen nochmal angucken. Also einfach mal zum Tierarzt gehen. Was man dazu sagen muss, Krümel fährt mittlerweile echt gut Auto. Und bisher lief das Gott sei Dank gut, weil das ist somit das Wichtigste. Gell? Nicht das Wichtigste, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und der erleichtert einiges. Wir sind auf dem Rückweg, wir sitzen wieder im Auto. Es war jetzt im Nachhinein sehr aufregend. Wir haben ganz, ganz viele neue Dinge erfahren. Wir gehen auf jeden Fall bald wieder hin. Aber jetzt fahren wir erstmal heim, müssen alles sacken lassen und dann erzählen wir euch in Ruhe, was beim Tierarzt alles rauskommt. Wir sind zurück, beziehungsweise wir haben eigentlich schon eine Nacht hinter uns, also es ist der nächste Morgen. Wir haben alles sacken lassen und jetzt, wie versprochen, erzählen wir euch ganz in Ruhe, was alles beim Tierarzt rausgekommen ist. Zuallererst kommen wir jetzt mal zu dem Grund, warum wir ja überhaupt zum Tierarzt mit dem Krümel gegangen sind. Und zwar hatten wir ja Sorge, ob er Giardien hat. Und was war? Der Test war definitiv positiv. Stark positiv sogar. Er hat zwar keine Symptome und er hat wohl so einen symptomlosen Erreger, aber er hat definitiv Giardien. Ja. Das war echt gut, weil der Tierarzt das vor Ort machen konnte und es nicht, also normalerweise schickt ja so eine Tierarztpraxis den Kot erstmal in ein Labor und der konnte das halt sofort machen, was uns das sehr erleichtert hat, weil erstens konnten wir es jetzt oder können wir es sofort behandeln und wissen halt Bescheid, vor allem auch wegen Phoebe. Genau, also wir haben da so kleine Tablettchen bekommen. Da habe ich auch gestern Abend schon damit angefangen. Wir haben ja so lustige Tabletten dazu bekommen, die sind noch ziemlich schwer ins Trockenfutter unterzumischen oder wir sind uns dann nicht ganz sicher, ob er das tatsächlich komplett frisst. Deshalb machen wir das so, dass wir ihm das mit Leberwurst geben, ich zerstampfe die hier einmal kurz und dann wird er damit voll gepumpt. Das kriegt er jetzt 5 Tage, dann 5 Tage Pause und nochmal 5 Tage. Mhm. Dann ist es hoffentlich weg, weil dann haben wir auch einen Termin zur Nachkontrolle. Ja, extra deshalb und auch, weil wir dann Phoebe testen lassen. Genau, wir lassen dann Phoebe testen. Wir haben hier so eine schöne Probe. Da kommt auf jeden Fall der Kot von dem Kollegen hier rein. Nein, du kannst doch nicht den Kot von beiden mischen. Da kommen 3 Proben von Phoebe rein. Nein, da kommt es doch von Krümel rein. Ach nee, von Krümel. Ja, aber genau. Von ihr auch. Also in eine andere. Sag ich doch. So, das ist zum Thema Giardien. Dann hatten wir ja noch den Verdacht, dass es möglicherweise Ohrmilben sein könnten. Es sind aber keine Ohrmilben, sondern... Der Tierarzt hat sofort in die Ohren natürlich geschaut und er hat dann auch gesagt, dass es halt so eine Art Ohrentzündung ist. Also das Ohr war sehr, sehr verschmutzt. Der hat es dann erstmal gesäubert und er hat auch gemeint, dass es ja sehr stark riecht. Und jetzt hat er uns auch so ein Ohr. Also es sind keine Ohrentropfen, so wie ich es bisher kenne, sondern es ist wie so eine Art Gel. Man muss es halt direkt in das Ohr reinfügen, schön einmassieren. Und da bin ich jetzt mal voller Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Also es ist nichts Dramatisches, Gott sei Dank. Also er meinte, das sind keine Milben, das würde man auch sehen. Das war für ihn eindeutig, dass es nicht so ist, was uns ja beruhigt. Wir haben jetzt einfach die Hoffnung, dass es sich nicht mehr so oft schüttelt, dass es einfach mit den Ohren besser wird. Aber ich sehe da mal kein Problem, das sollte auf jeden Fall werden. Ja, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zu dem, was uns so schockiert hat. Auf jeden Fall hat er ihn natürlich untersucht, Zähne angeschaut und mal abgetastet und sonst was. Und er meinte, das ist auf jeden Fall ein junger, fitter Hund. Aber das Witzige war, als er die Zähne angeschaut hat, hat er dann gefragt, so, auf was für ein Alter schätzt man ihn denn? Und
ich so, ja, auf ein halbes Jahr. Also Geburtsdatum im Pass ist ja der 5.5. dieses Jahr. Und dann meinte er so, das kommt nicht hin. Und wir beide dann so, hä? Wie alt ist er denn dann? Der ist mindestens 7 Monate. Also er meinte eigentlich sogar, dass der definitiv 2021 geboren ist. Und da haben wir erstmal geschluckt. Und der Grund ist, dass er, Krümel hat auf jeden Fall schon alle Zähne gewechselt. Er hat wohl schon so leichten Zahnstein. Also überhaupt nicht schlimm, sondern halt einfach, weil er schon anscheinend ein bisschen älter ist, setzt sich da ja auch was ab. Demnach hat er gemeint, also ein 6 Monate alter Hund hat noch keinen Zahnstein. Er meinte natürlich, dass auch schlechtes Futter der Grund sein kann. Aber auf jeden Fall ist er mindestens 7 bis 9 Monate alt. Und dann hat er ihn so ein bisschen abgetastet, auch an den Gelenken und an den Pfoten. Und dann hat er gesagt, ja, er ist sich recht sicher. Also viel wird da auf jeden Fall nicht mehr kommen. Er wird wohl seine Größe beibehalten. Und wir haben uns auch gewundert, weil als dann deine Tante doch die Pfoten mal ein bisschen freigeschnitten hat, sieht man auch, die Pfoten sind zwar natürlich größer als bei Phoebe, aber die sind nicht unproportional zu seinem restlichen Körper. Also er ist zwar immer noch sehr tapsig, aber... Das ist so das Irritierende für uns. Der verhält sich halt wie ein Welpe. Der ist so tollpatschig. Aber es liegt bestimmt auch daran, weil er kennt ja nichts und er kennt auch kein Parkett und dann rutscht er halt wie so ein Dödel rum. Das hast du ja dann auch gefragt, so, ja, aber der ist noch so tollpatschig, kann das sein? Und er dann so, ja, das ist halt so. Also von dem her, das war schon echt heftig für uns, aber eigentlich ja auch positiv. Aber weißt du, was mich tatsächlich sogar noch mehr schockiert hat, als die Tatsache, dass er älter ist? Wir haben ja den guten Pass hier von ihm mitbekommen. Und wäre das jetzt nicht die Feli, bei der das war und wo wir uns eigentlich sicher sein können, dass das gescheit gelaufen ist, kriegen ja Tiere allgemein aus den Ländern irgendwelche Pässe mit. Er meinte dann auch zu uns, so, ja, das ist ja recht gut. Ist immer die Frage, ob man darauf vertrauen kann. Ja. Und das dachte ich mir dann auch, weil es kann ja sein, dass das halt einfach alles dort eingetragen wurde, möglicherweise gar nicht richtig ist. In dem Fall würde ich es ausschließen. Ja, ich glaube, das kommt darauf an, woher er kommt. Also wenn er jetzt wirklich von so einer Tierschutzorganisation kommt, dann darf man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es ist ja irgendwie auch so ein bisschen schockierend, dass dort der Tierarzt sowas komplett anderes eingeschätzt hat. Aber ich freue mich, wenn wir jetzt nochmal in 3 Wochen, glaube ich, hingehen. Und dann werden wir, glaube ich, bestimmt auch noch ein paar Fragen bis dahin haben und die dann auch stellen. Ach so, ja, genau. Was er auch meinte, also sollten wir den jetzt behalten oder je nachdem, wo er auch hinkommt, sollte man mit so einem Hund, vor allem aus Ungarn, meinte er. Das ist so eine Art Reiseprofil, hat das, glaube ich, genannt. Und da sind Herzwürmer oder irgendwas in der Art. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe, aber er hatte am Anfang was ganz anderes gesagt. Ja, irgendwas, was wie Legionellen klingt oder irgendwie sowas in der Art. Aber jedenfalls sind das halt... Werden wir nochmal nachfragen. Genau, 3 Überträger, die gibt es bei uns nicht mehr, weil es den Wirt davon irgendwie nicht mehr gibt. Weil das war ja auch meine erste Frage, ob das ansteckend für Phoebe sein kann. Und da meinte er so, nee, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Aber man sollte es auf jeden Fall testen. Aber man konnte es jetzt noch nicht testen, weil er meinte, man sollte da immer so 3 Monate warten. Alles behandelbar, wenn man es eben früh genug findet. Test oder dieses Blutbild kostet auf jeden Fall, hat er gemeint, ungefähr 200 Euro, was nicht wenig ist, aber sollte man es auf jeden Fall machen. Ja, A natürlich das Geld, das da mit Folgekosten entstehen wird, aber B natürlich Wohl des Tieres. Also ja. Man will ja nicht, dass der Hund schlecht geht. Ja, aber das fand ich interessant, weil sowas weiß man ja halt nicht. Also von sehr kompetenter Typ. Aber demnach ist es auf jeden Fall immer wichtig, mit dem Tierschutzhund oder wo auch immer der dann herkommt, einmal zum Tierarzt zu gehen zuerst und den durchchecken zu lassen. Aber ansonsten hat er gesagt, das ist ein cooler Typ, der Kleine, und hat ihn auch nochmal gewogen. Es blieb bei 8 Kilo und dann sind wir jetzt mal gespannt und hoffen, dass wir diese Giardien gut in den Griff kriegen, dass Phoebe nicht angesteckt wird oder auch schon ist. Man weiß es ja nicht, weil wir haben schon ein bisschen Sorge, dass es dann immer so ein Ping-Pong-Ding wird. Das wäre ganz schlecht. Wir halten euch auf dem Laufenden und nochmal vielen, vielen Dank für eure ganz lieben Nachrichten unter den letzten 2 Videos und dass ihr das so schön findet und es auch alle so toll verfolgt und deswegen auch weiterhin verfolgen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Abo nicht vergessen und ansonsten wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!